Etikettenschwindel. Das habe ich von der Documenta gelernt. Kunst darf alles. Darf sie das? Das nennt man wohl Konzeptkunst. Wenn wir nicht von Herrn Bürgels Gnaden ausgewählt werden und in Adrias auf Jahre ausgebuchtes Restaurant dürfen, dann bleibt uns dieser Kunstgenuss vorenthalten. Und wir dachten, die Documenta sei für alle da. Gute Küche kann es nur für wenige Leute geben. Die einzige Bühne für meine Kunst ist das Restaurant. Und da passen nur wenige rein. Hätte ich für alle hier gekocht, dann wäre ich ja nur ein Buffet-Lieferant für die Documenta. Ach, Ferran, wie schade. Das wunderbare Versprechen von der Kochkunst in Kassel, alles nur heiße Luft. Das ist das Leitsystem der Documenta 12. Phallusobjekte vor jeder Ausstellungshalle. Selten war eine Documenta so anzüglich, so schwul, so lesbisch, so drastisch. Einfach nur Provokation? Schon im Treppenhaus des Fridericianums geht es los. Hito Steyerls Videoinstallation Lovely Andrea. Ein Film thematisiert die Herstellung von Fesselpornos in Japan. Aber die bizarren Bilder sollen nicht etwa die Geilheit des Documenta-Publikums bedienen. Diese Kunst will politisch sein. Bilder von Guantanamo verknüpft sie mit Fesselsex. Doch warum sieht Hito Steyerl ausgerechnet da eine Verbindung? Ich glaube, dass Politik sich heute hauptsächlich auf dem Gebiet der Gefühle abspielt. Also man versucht, Stimmung zu machen, man versucht zum Beispiel Angst zu erzeugen. Starke Gefühle sind das politischste Medium momentan schlechthin. Auch Sex? Er treibt diese These auf die Spitze, Juan Dávila. Mit 12 Bildern ist der Chilene der heimliche Star der Documenta. Bei seinen Bildern müssen selbst hartgesottene Pornofans trocken schlucken. Aber auch er sieht sich als politischer Künstler. Dieses Bild zeigt die Unterdrückung Chiles unter Pinochet. Auf den ersten Blick jedoch fallen einem andere Dinge auf. Nicht wirklich leicht verdaulich. Ich interessiere mich für Komplexität, für Mehrdeutigkeit. Und ich muss mein Werk nicht erklären. Das Gemälde ist doch dazu da, dass man sich selbst Gedanken macht. Na gut, wenn der Maestro sein Werk nicht deuten mag, dann schauen wir mal, wie andere erklären, was hinter den Sexbildern von Dávila steckt. Wir begleiten eine Führung von Schülervermittlern, eines der pädagogischen Projekte, die dem Ausstellungsleiter Roger M. Bürgel so sehr am Herzen liegen. Kasseler Jugendliche, die Erwachsenen die Kunst erklären. Beim ersten Kontakt mit Dávila betretenes Schweigen. Gut, weshalb das Bild am Arsch der Welt heißt, erschließt sich dem Publikum gerade noch. Aber sonst? Ich fühle mich ein bisschen mit Distanz wohler zu dem Bild, weil ich dann eher so erfassen kann, weil was da alles drauf ist. Es ist einfach sehr vielschichtig. Hier ist erstmal der erste Eindruck, dass es mich zurückschreckt. Also da möchte ich gerne mehr drüber hören, um es verstehen zu können, was das eigentlich aussagt, ja. Da müssen die Schüler ran. Das sind zwei Männer und da stehen auch die zwei Namen Borg und Wills. Und das sind australische Helden, kann man fast sagen. Weil ganz früher, wo Australien noch nicht erkundet war, da haben die erste... Die Schüler reden, erklären, deuten und interpretieren. Aber so ganz erschließt sich dem Publikum die schwule Gewaltorgie immer noch nicht. Verwirrung gepaart mit erlebnispädagogischer Unterweisung und Provokation. Das also ist offenbar gewollt bei dieser Documenta. Nicht nur mit Extremsex, aber eben auch. Ich glaube, dass Bilder dazu da sind, sich im Gehirn einzubrennen. Und dass man in dem Moment, wo sie einen nicht mehr loslassen, und das kann oft eine Weile dauern, das kann auch 3 Wochen dauern oder vielleicht 2 Jahre sogar, dann fängt man an, dem nachzugehen. Und das ist genau dieser Bildungsprozess, auf den diese Ausstellung auch aus ist. Ah, so ist das also. Sex ist Bildung.
Nur hatte Roger M. Bürgel doch eigentlich Sinnlichkeit versprochen. Aber darunter versteht wohl jeder etwas anderes. Hier kommt sie endlich. Trisha Brown, das Multitalent. Auch wenn die Idee ihrer Tanzperformance rund um Gerüste und Kleidungsstücke von 1968 stammt, die Aktion wirkt noch immer erstaunlich frisch. Diesmal vorgeführt von Tänzern aus Kassel. Trisha Brown will sehen, ob sie ihre Sache gut machen. Trisha Brown ist nicht nur eine weltberühmte Tänzerin, sie zeichnet auch. Die Documenta 12 präsentiert 5 ihrer großen Kohlezeichnungen. Und die haben direkt mit dem Tanzen zu tun. Wir hatten die einmalige Gelegenheit, dabei zu sein, als diese Zeichnungen entstanden. Im New Yorker Studio von Trisha Brown in Soho. Die großen Bodenformate sind Neuland für die Tänzerin. Sie liebt solche Herausforderungen. Und sie hat keine Scheu, sich bei einer so intimen Aktion auch filmen zu lassen. Dafür ist sie bekannt, ein Solo von 1978. Schon damals war sie eine der weltweit wichtigen Figuren der Tanz-Avantgarde. Es sind alltägliche Bewegungen, die sie in ihren Tanz aufnimmt. Das lässt ihn so leicht wirken wie ihre Zeichnungen. Wie bei der Improvisation im Tanz suche ich nach frischen Gesten, in die ich noch nie eingetaucht bin. Und wenn ich spüre, das ist gut, dann muss ich ein bisschen Abstand nehmen, um nichts zu überstürzen. Denn manchmal liegt die Schönheit in der Andeutung. Die Risikobereitschaft von Trisha Brown ist ungebrochen, trotz ihrer 71 Jahre. Und es ist ein Erlebnis, sie in Aktion zu sehen. Jetzt kann ich aber nichts Brillantes mehr sagen. Wie finde ich jetzt meine Socken? Bleiben wir doch gleich mal beim Pavillon. Direkt vor der Orangerie ist er in die Landschaft gepflanzt. Baumarkt- und Gewächshausambiente. Nur die Kunst kann hier nicht aufblühen. Ein Drittel aller Documenta-Werke versackt im Mischlicht. Die Klimaanlage pustet einen weg. Ist das die versprochene Architektur zum Träumen? Wenn man also ökologisch denkt, und das muss man einfach heute, ist der Energieverschleiß nicht zu rechtfertigen. Und manche Kunstwerke da drin, die gut sind, wirken sehr seltsam, um es vorsichtig auszudrücken. Die Idee des Glaspavillons oder des Glaspalastes war sehr schön, nur ungeeignet für eine Kunstausstellung. Aber genug genörgelt an dieser Stelle. Gab es doch im klassischen Ausstellungsbau im Friderizianum schöne Arbeiten zu entdecken. Hier ist sie, die versprochene Sinnlichkeit. Jole de Freitasch, mein eigener Ozean, in saftig grünem Ambiente. Es ist fantastisch, meine Arbeit hier so ausgestellt zu sehen. Weltkunst, von vielen bisher fast unbekannten Künstlern. Viele kommen aus China und Afrika. Kopf an Kopf neben der von Weltstars wie dem deutschen Maler Gerhard Richter. Im Grunde regt das an, über den Menschen, die Menschheit nachzudenken. Das hat man hier auch versucht mit dieser betont politischen oder sagen wir lieber politisch korrekten Documenta. Viele Arbeiten wie dieses Karussell der Ausgeschlossenen allzu eingängig. Andere ohne Gebrauchsanweisung gar nicht zu verstehen. Und überhaupt. All die großen Themen,
spüre ich nichts. Ja. Oder nur durch kleine Symbole. Kleine Symbole, große Gesten. Genau das hat er doch gewollt, der neue König von Kassel. Die Lebensgefährtin und Dokumentakuratorin kommentiert. Herr Bürgel hat mal ganz am Anfang gesagt, als ich gesagt habe, du bist jetzt der König und es nervt mich, dass du jetzt der König bist, hat er gesagt, aber weißt du nicht, dass der König zum Schluss geköpft wird? Wollen wir das auch? Naja, einen Koch zum Künstler zu machen, der dann nicht kocht, sondern nur telefoniert, das ist schon dreist. Aber dafür kochen die Chinesen. Mit denen werden wir noch jede Menge Spaß haben. Und davon hätten wir uns noch mehr gewünscht auf dieser Documenta. Trotzdem. Bisher bin ich, da sagen wir mal, positiv verwirrt. Wir auch. Und mal sehen, was noch kommt. Denn, wie sagte Herr Bürgel heute, die Documenta ist ein Organismus. Wir sind noch lange nicht fertig. Na dann.